Über die Weihnachtstage hatten meine Freunde und ich das Vorrecht, in Istanbul, 3000 Kilometer weit weg von zu Hause, den Menschen die beste Botschaft auf der Welt zu bringen. Und zwar, dass Jesus Christus sie liebt. Zwischen den ganzen Unruhen und dem Terror sangen wir Lieder auf der Straße, die von Liebe und Rettung handeln. Diese und weitere Erfahrungen würden wir gerne mit euch teilen. Wir sind jetzt schon seit einigen Stunden wach, wir haben schon lange gefrühstückt, wir haben uns schon getroffen, zusammen gesungen, wir haben gebetet und jetzt, wir machen uns auf den Weg, gehen raus in die Medina, also das ist dieser Markt, der Bazar, wo man alles mögliche kaufen kann und dann später nachmittags wieder in die Stadt zum Singen. Ja. So, wir sind jetzt straight on the way zu der Medina. Das ist was, ne? So, nachdem wir gerade ein paar Stunden in der Stadt verbracht haben und uns so einige Dinge angesehen haben, gehen wir jetzt wieder in die Innenstadt und werden dort wieder singen, so wie gestern und vorgestern. Und Matty K wird wieder richtig laut singen. Hey, Dennis ist gerade verloren gegangen. Ja. Weil in Medina auf einmal Dennis weg. Genau, ich war einmal ganz alleine und auf einmal waren alle weg. Dann bin ich erstmal eine Stunde lang alleine rumgerannt. Wurde von 100 Menschen derzeit angesprochen. Aber ich kam gut durch. Ich habe kein Geld da gelassen. Weißt du was? Wir haben ihn gut lassen. Ehrlich? Wir sind voll in die falsche Richtung gegangen. Mensch, das ist ja was. Ist kalt, oder? Es hat mittlerweile richtig angefangen zu regnen und das wird dann für uns wahrscheinlich heißen, dass wir uns jetzt so einige Regenschirme gönnen werden und dann einfach so mit Regenschirmen singen. Und es ist halt ein bisschen ungemütlich und so, aber naja, was soll man machen, ne? So, wir haben uns einen Platz gefunden, der überdacht ist und genau, der tropft nur ein bisschen Regen durch, ist aber nicht so schlimm. Und das heißt ja für uns gleich, wir werden gleich erstmal zusammen beten, einen Kreis machen und dann wird es in einer halben Stunde losgehen mit dem Singen. Durch den starken und andauernden Regen waren wir alle etwas entmutigt. Einige von uns fingen an zu zweifeln und es kamen uns Gedanken in den Sinn wie: Bei diesem starken Regen werden sicherlich keine Menschen stehen bleiben. Oder: Wenn wir heute zu lange singen, werden wir alle krank. Aber daraufhin haben wir uns entschlossen zu glauben. Und diesmal haben wir vor dem Singen für ein Wunder gebetet. Wir dachten, das Wunder wird kommen und der Regen wird aufhören. Aber was dann direkt nach dem Gebet kam, hätte keiner von uns gedacht. Eine Gruppe von türkischen Schülern wurde direkt am Anfang auf uns aufmerksam. Durch unsere Musik fingen sie alle zusammen an, im Regen zu tanzen.
Dies löste eine unglaublich große Aufmerksamkeit bei den vorbeigehenden Menschen aus, woraufhin sehr viele Menschen stehen blieben und das Geschehen filmten. Wir haben echt eine richtig hammer Session gehabt. Die kamen so eine Schulklasse hin und die haben übelst getanzt und so und haben auf einmal so Plakate hochgehalten und uns so Sachen wie Respect und Freedom und sowas. Genau. Und das war echt eine richtig, richtig coole Erfahrung. Haben eben noch zwei Typen getroffen. Einer von denen hat uns was vorgerappt. Ich hab hier einen Paradox, ich bin wann das so. Sana kapa kolu yobu deli matador ne ve ama kafa boş sanki King Kong kum verdi bir kong Paris Hilton sanki şıllık al sok şimdi Mike torpilli rapçi 10 binlik artık popo dansını çok sevdim aşkım bu da tarzını çok seksi yaptı o Kalashnikov mermisi bum kafana gelmesin tatlım topunuzu yere sermişim farklı klasmanlarda sen ve de artık ukalayım tadına doyamadın ama kısa ve öz bu şarkı söz bu şarkının ardından geri döneceğim yeni bir kliple beni göreceksin Also war echt eine richtig gute Sache diesmal wieder. Wie fandst du es so? Ja, wir dachten eigentlich, dass bei so starkem Regen, weil heute regnet es am stärksten, dass irgendwie gar nicht so viel los ist, aber dafür ist gerade heute am meisten los. Ja. Gerade die Schulklasse, das war echt krass. Das war echt krass. Ja. Ich glaube, in Istanbul hat es noch niemals so stark geregnet wie heute. Durch die erlebten Dinge an diesem Tag waren wir sehr ermutigt. Gott hat Wunder getan und uns gesegnet. Deshalb sangen wir voller Freude den ganzen Tag im Regen weiter. Und zu Gottes Ehre dürfen wir sagen, dass Massen an Menschen stehen geblieben sind und das Evangelium gehört haben. Weil wir uns so sehr über die erlebten Dinge an diesem Tag gefreut haben, haben wir auch im Restaurant nochmal zusammen gesungen. Glory to God, glory to God,
Jemand ein Eis kaufen und das wird mal auch aufgenommen, oder? Ja. Da könnte man echt, das könnte witzig werden. Oh, der Phasen. Hol dir. Germany. Hi, I have a sick man. Nimm das, nimm das. Komm mal, mach das. Das kostet halt aus, Wieder hey, wie lange geht das, Mann? Jetzt schon aus.